Meistens sind es die kleinen Dinge, die sehr große Veränderungen bewirken. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Mein Name ist Lara Emily. Ich habe dieses Jahr Abitur geschrieben und helfe dir hier auf YouTube mit ganz, ganz vielen Tipps für dein perfektes neues Schuljahr. In meiner Schulzeit, 12 Jahre, habe ich ein paar Lifehacks gefunden, also ein paar kleine Dinge, die mir sehr, sehr viel geholfen haben. Und die habe ich auch noch nie so auf YouTube mit euch geteilt, denn es geht jetzt weniger um irgendwie Noten-Hacks oder so, die ich euch ja ganz viel schon gebe, also ganz viele Tipps für gute Noten und so, sondern wirklich was für die Organisation, wie ihr euch besser zurechtfindet, besser organisiert und so. Also ein paar kleine Dinge, die eigentlich wirklich für jede Person irgendwie hilfreich sein können. Vergesst aber auf gar keinen Fall, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und heute geht es, wie gesagt, um diese Lifehacks. Viel Spaß dabei und let's go. Was mir mega am Anfang des Schuljahres immer geholfen hat, ist, meinen Stundenplan als Hintergrundbild zu nehmen. Wir alle kennen das, wir haben noch nicht lange unseren Stundenplan und wissen nicht genau, wann wir was haben, in welchem Raum, wo wir hingehen müssen. Und natürlich wollen wir aber nicht zu spät kommen und nicht die ganze Zeit irgendwie in unserem Handy stundenlang rumsuchen, wo wir jetzt hingehen müssen. Und deswegen habe ich immer am Anfang des Schuljahres meinen Stundenplan als Hintergrundbild genommen. Und wenn ich irgendwo war, musste ich nur mein Handy anmachen, konnte raufgucken und wusste sofort, wann ich was habe. Das müsst ihr jetzt nicht für Ewigkeiten drin haben, aber vielleicht in den ersten 2, 3 Wochen ist es ganz gut, um sich einfach daran zu gewöhnen. Ihr könnt es aber auch als Widget in den Homescreen machen oder so oder als Favoritspeicher in der Galerie, dass ihr einfach sofort darauf Zugriff habt. Aber irgendeine Methode zu haben, wenn man darauf schnell kommt, hat mir immer sehr geholfen. Dann hatte ich oft sehr kleine Dinge dabei in der Schule, in meiner Schultasche. Um immer bestens vorbereitet zu sein in der Schule, hatte ich kleine Dinge dabei, wie zum Beispiel immer Sonnencreme, Lippenpflege, Desinfektionsmittel oder so. Und sind bei mir in der ersten Zeit sehr oft einfach in der Tasche irgendwie rumgeflogen, weil es halt so kleine Dinge waren, die man zwar brauchte, aber für die es keine extra Taschen oder sowas gab in meiner Groß- und Schultasche. Und deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mir so kleine Organizer mache, wie auch eine Federtasche. Also ich hatte da eine Federtasche mit Stiften drin, dann hatte ich aber auch noch eine andere kleine Tasche mit irgendwie so Kosmetikartikel drin und so weiter. Und dieses Prinzip habe ich bis heute weiter befolgt und habe auch jetzt auch in meiner normalen Alltagstasche so kleine Taschen dabei, in denen ich immer die verschiedenen kleinen Dinge drin habe, die ich brauche. Das hilft nämlich sehr, weil wenn du alles nur in einem Beutel drin hast, findet man das schwer wieder. Wenn du aber kleine verschiedene Organizer hast mit Kategorien, wann du was brauchst, findet man die Dinge viel besser und viel schneller. Dann habe ich mir am Anfang des Schuljahres schon immer überlegt, was welche Farben für mich bedeuten. Denn ich hatte verschiedene Hefte an verschiedenen Farben natürlich, aber vor allem auch verschiedene Color Codes, also so Highlighter und Textmarker in verschiedenen Farben. Also das war für mich gerade gut in Fächern wie Englisch oder Politik, also meine beiden Leistungsfächer. Und ich wusste zum Beispiel, wenn ich einen englischen Text bearbeite, wenn ich etwas blau markiere, hat das mit dem Inhalt zu tun. Etwas Gelbes ist immer eine Vokabel. Oder in Politik war zum Beispiel Grün immer ein Prinzip. Und so wusste ich aber direkt schon, welche Farbe ich für was verwende. Was mir im Unterricht sehr viel Zeit erspart hat, und gerade auch in den Klausuren, weil ich in den Klausuren genauso auch vorgehen konnte. Und ich glaube, das hat mir echt das ein oder andere Mal echt die Note verbessert. Dann würde ich euch ebenfalls raten, schon vor dem Schulbeginn euren Schreibtisch aufzustellen, zu organisieren, dass ihr schon alles, was ihr braucht, bereit habt. Und ich habe hier diesen... Ach, komme ich da jetzt ran? Ich muss zurück. Das ist ein ganz fancy Stifter von meiner Schwester tatsächlich mal bekommen. Ich hatte davor aber immer als Stiftehalter irgendwelche Marmeladengläser. Also falls ihr auch keinen Bock habt, was zu kaufen oder etwas wiederverwenden wollt, sind solche Marmeladengläser ganz gut, um dort Stifte einfach reinzupacken. Ich würde euch aber auch raten, nicht allzu viel auf dem Schreibtisch zu haben. Ich habe hier echt einen ziemlich cleanen Schreibtisch. Hier steht nur eine Lampe, mein Scanner, Blumen und halt so ein Bild und dann meine Stifte. Aber das war es auch schon, weil ich echt darauf geachtet habe, dass ich nicht abgelenkt werde, dass ich genau alles auf einen Blick sehen kann, nur das habe, was ich auch wirklich brauche. Und das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Auch jetzt auf dem Schulschreibtisch, also falls ihr an einem Tisch sitzt in der Schule, das macht, glaube ich, jeder, würde ich ja wirklich in meiner Federtasche nur das Nötigste drin haben, weil sonst lenkt man sich echt schnell ab. Ja. Um bestimmte Dinge nicht zu verlieren, könnt ihr sie zum Beispiel auch mit einem Karabinerhaken an die Tasche richtig befestigen. Ich habe zum Beispiel damals meinen Schlüssel an diesen Henkel von meiner Tasche innen befestigt, dass ich doch wirklich nicht verliere, weil ich meine Tasche mal aufmache oder so oder mal zumache dann wieder. Und wenn man das mal so bewegt, dass da nichts rausfällt. Ganz außen würde ich ihn vielleicht nicht befestigen, weil dann die Wahrscheinlichkeit besteht, dass jemand ihn klaut, wenn man ihn direkt von außen sieht. Aber wenn ihr drin zum Beispiel so eine kleine Tasche habt oder so einen kleinen Henkel habt,
an dem man so einen Karabinerhaken befestigen kann, könnt ihr das ja auf jeden Fall machen. Und was man auch machen kann, ist zum Beispiel einfach einen AirTag in die Tasche zu machen, weil so könnt ihr eure Tasche dann auch immer orten. Solltet ihr sie mal verlieren oder solltet sie mal geklaut werden. Und der letzte sehr wichtige Lifehack ist, abonniert auf jeden Fall Lara Emily auf YouTube, auf TikTok und Instagram, denn ich poste wirklich täglich Content, also irgendwo werdet ihr immer was finden zu dem Thema Schule und Lernen und vor allem gute Hacks und Tipps für gute Noten. Und mein Podcast ist wieder aktiv, gut genug heißt er, da könnt ihr auch gerne vorbeigucken. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Schulstart und hoffe, dass ihr perfekt ins neue Schuljahr reinstartet und ganz viel Freude habt und bis bald. Tschüss!